Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen zu Romantik, zu Leidenschaft, zu Erotik, zu Patznauts 10.15. Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Abend, ich hoffe, dass es euch très bien geht. Ich habe schon extra ein wenig Romantik und mit hinzugefügt. Ja, das hier ist ein Prototyp, falls das Ding zu krass eure Augen weglasert, vor allem zu so später Stunde, dann sagt es einfach mal, Leute. Das müssen wir jetzt einfach mal testen. Wenn er sagt, Tobi, no, das ist too much. Zu viel Erotik, zu viel Hitze, zu viel Temperament. Dann, wenn ihr das nicht handeln könnt, dann akzeptiere ich das. Dann sagt es bitte. Wir machen heute Patznauts auf dem Patznauts-Account. Und zwar fangen wir an mit der... Wir haben einige Champions. Einige haben wir. Zuerst haben wir Lilia. Ich muss sagen, Lilia ist komplett an mir vorbeigegangen. Also natürlich habe ich mitbekommen, dass sie rausgekommen ist. Allerdings, ich meine, sie ist ein Pferd. Sie ist eine Soraka als Pferd-Version. Und, naja, ich meine, man kennt so damals aus der Schule diese Frauen, die so richtig auf Pferde stehen und so. Akzeptiere ich, finde ich total fein, wenn die alle reiten und alles, also auf Pferden. Aber ich war nie so, dass ich sage, wow, geil, ein Pferd. Da war ich nicht so einer. Also, deswegen, und so ging es mir auch bei Lilia. Da war ich einfach, ich habe so gesehen, hey, die hat eine Keule in der Hand, die haut mit der Keule. Und ich denke mir so, habe ich mir so gedacht und dann dachte ich mir so, ja, later. Aber zum nächsten Champion wird es natürlich wieder einen Review und Gameplay geben, ne? Ich möchte euch natürlich nicht enttäuschen in dieser Hinsicht. Ja, aber Lilia müssen wir gucken. Es besteht aber die Chance, dass Lilia sogar super, ich weiß nicht mal, welche Rolle sie ist, aber es besteht die Chance, dass sie mir richtig viel Spaß macht, weil ich überhaupt nichts von ihr weiß. Und auf einmal spiele ich sie und wow, sie ist gar kein Pferd, sie ist ein Einhorn, was auch ein Pferd ist. Verdammt. Okay, nee, dann wird's nichts. Gut, Avelius. Avelius, muss ich sagen, spiele ich auch giga wenig. Also giga wenig. Habe ich nur am Anfang gespielt, aber Avelius, es synergiert sehr stark mit Runans, wenn er den Feuerwerfer. Da macht er so und alles brennt runter. Und deswegen ist es im Prinzip so, erstmal ist der Turm, weiß ich nicht, hat eine kleinere, einen kleineren Aktivierungsradius, deutlich kleiner, muss man sagen, 75, das ist wirklich viel. Und er braucht länger zum Schießen. Außerdem ist das Feuer das, im Prinzip weniger Feuer. Vorher war es mehr Feuer, jetzt weniger Feuer. Weniger Reichweite, also beziehungsweise weniger AOE. Gut. Seine Ultimate hat einen Bug, dass, obwohl man Damage gemacht hat, wenn man im gleichen Moment gestorben ist mit der Ulti, resettet worden ist. Das ist jetzt nicht mehr so. Caitlyn kriegt 2 AD und 5 Move und Speed. Das ist nicht schlecht, Leute. Hier muss man auch immer einberechnen, sie kriegt ja auch Items wie einen Statics oder vielleicht eine Rabbit Fire, ne? Das deckt sich, Leute. Das deckt sich. 5 Move und Speed. Klar, bei Irelia war das damals, sie war giga broken, aber 5 Move und Speed sind, wenn ein Champ von mir 5 Move und Speed bekommen würde, keine Ahnung, Celebrations oder irgendwie so, ne? Also, ist jetzt... Also, jetzt aber auch nicht giga broken, aber nimm es so an. Fiddledicks. Fiddledicks wird auf Tank gespielt. Und da muss ich direkt, ich hab's nicht mitverfolgt, aber ich denke, da sofort an Maxim. Wahrscheinlich hat er diesen Boy auch auf Tank gespielt. Wahrscheinlich auf der Top-Lane. Kann ich mir genau vorstellen. So mit Frozen Heart oder irgendwie so ein Quatsch. Spirit Visage. Ja, und deswegen saugt er jetzt weniger, beziehungsweise heilt sich weniger gegen Minions. Gragas, bessere AP-Scalings auf der W 01 mehr und auf der Ult 01 mehr. Erinnert mich an den alten Gragas, Leute. Kennt ihr noch? Wer von euch kennt noch den alten Gragas? Der alte Gragas. Der alte Gragas, den man in der Midlane gespielt hat. Der alte Gragas, der auf der Ultimate einen 1-0er, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, ich glaube es war ein 1-0, AP-Scaling gehabt hat. Und ich glaube auf der Q 08 oder 09, der dich einfach mit Deathfire Grasp von 100 auf 0 gewone-shot hat. War eigentlich gar nicht so lustig, aber wenn man es gespielt hat, war es cool. Cool, 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 cool. Irelia. Irelia ist Passive gebufft und zwar macht sie mehr Attack Speed pro Stack. Ja, zumindest im Late Game. Anfang ist gleich, später sind es statt 12% pro Stack 16%. Klingt man, ja, Tobi, das sind 4 mehr. Nee, nee, nee. Also ja, aber nee, 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 weil insgesamt sind das ja mehrere Stacks und dann sind es 80 statt 60. 20%, nicht 4. Lee Sin ist scheiße. Deswegen hat er jetzt mehr Cooldown, weil er scheiße ist. Spielt kein Lee Sin. Ornn ist auch scheiße. Deswegen verliert er jetzt 3 Rüstungen, weil Ornn scheiße ist. Ich hasse Ornn. Tank Design. Hey, ich bin Ornn. Und ich sterbe nicht, aber mache 1 Million Damage. Zu Recht, genervt. Rakan. Rakans Passive wird ja irgendwie so ein bisschen gebufft. Irgendwie ist das weird. Also, statt. Vorher war es so, dass der Cooldown der Passive runtergeht und zwar alle 2 Level um 3 Sekunden. Und jetzt ist es so, dass es jedes Level um 1,5 Sekunden runtergeht. Das heißt, so gesehen ist es natürlich ein Buff, weil es nicht nur alle 2 Level ist, sondern jedes Level ist ein kleiner Mini-Mini-Buff.
Und dass es jetzt bis 18 geht und vorher bis 17. Also es ist nett. Es ist nett. So, das ist, als wenn du ein Date hattest und sagst, wie war das Date? Es war nett. Zwar jetzt ist es nicht geil gewesen, war jetzt nicht scheiße, es war nett. Shen. Shen ist nett. Shen hat jetzt ein bisschen mehr Shield auf seiner, also auf seiner Passive. Ist nett. Ist cool. Nee, das ist schon cool. Ist schon cool, weil ich habe keine Ahnung von Shen, aber ich glaube mal zu wissen, dass ich denken würde, dass er diese Passive öfters einsetzen kann. Wahrscheinlich immer, wenn er sein Schwert holt oder irgendwas. Alter, ich habe keine Ahnung von Shen. Wer ist das? Tanks. Ich hasse Tanks. Auf jeden Fall. Ja, kann sogar draufklicken. Cool. Ja, jetzt lädt das. Toll. Und jetzt geht das gleich weg. Geiles Internet. Wie lange lädt das? Wo ist die Seite kaputt? Hat der Riot-Praktikant das nicht verlinkt? Es lädt einfach. Aber, also da oben ist der Kreis. Gut. Scanner, Leute. Scanner. Schön. 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 Oh, der schöne Dachs. Hört ihn? Schön. Ja. Scanner macht jetzt, also ich weiß gar nicht, ob es so schön ist, aber, ja, jetzt danke dafür. Ja, Shen, Leute. Shen, Passive, Aftercasting Spell, guck mal. Das heißt, man kann es richtig oft machen. So, Scanner. Scanner, seine Q wird verändert und zwar erstmal hält sie länger und kostet mehr. Das ist natürlich doof, dass es mehr kostet, aber es hält eine Sekunde länger. Ist nett. Ist nicht krass, ist nett. Damage Ratio wird ein bisschen komisch, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. 45% Total Attack Damage war es vorher, was cool ist. Und jetzt sind es noch 15% Total Attack Damage. Das ist ein Gigater Nerf. Allerdings scaled es jetzt mit Targets Maximum Health. Hier muss man sagen, also das gleiche auch für die Empowered Q, ist natürlich nicht durchweg ein Buff. Wenn du ihn auf Tank baust mit wenig AD, ist es cool. Und wenn du gegen Champions spielst, die sehr viel AP haben, ist es cool. Wenn du aber, und das machen sehr viele Skarner, die AD-Machete baust und auch Trinity, dann hat man sehr viel Total Attack Damage gehabt und das hat gescheppert, Leute. Und jetzt scheppert das nicht mehr. Also nicht mehr so krass. Vor allem, wenn du jetzt weniger dann dieses Scaling hast und zusätzlich einen Nicht-Tank angreifst. Also da müssen wir mal gucken. Vielleicht motiviert das natürlich jetzt mehr auf andere Item-Wege zu gehen. Das heißt, dass man jetzt mehr Attack Speed baut, die Attack Speed Jungle Machete oder vielleicht doch Tank. Müssen wir mal gucken. Ich würde es jetzt nicht als straight up ein Buff bezeichnen, sondern lass mal gucken. Könnte schön werden. Ja, und seine E, das ist nett. Verliert kein Travel Speed mehr, wenn es durch Gegner fliegt. Warum eigentlich auch? Swain. Swain ist ein Vogel und deswegen verliert er 10 Movement Speed. Außerdem seine Passive scaled jetzt mit Cooldown Reduction und hat deswegen statt 12, 9, 6, 10 Sekunden. Das ist ein Nerf. Weil, na gut, klar, du hast am Anfang 10 statt 12, aber am Anfang kannst du eh das nicht so oft benutzen. Das ist völliger Quatsch, das bringt dir gar nichts. Aber später, ja, 6, um auf 6 zu kommen, brauchst du 40% CDR. Was nicht alles Fans machen, machen die nicht. Das heißt Nerf. Außerdem restored ist kein Mana mehr, ebenfalls Nerf. Allerdings, wo was weggeht, kann auch was Neues wachsen. Was zerbrochen ist, kann wieder wachsen. Und zwar, Cooldown auf der Q wird reduziert, ist cool. Außerdem, Bolt, ja okay, hat weniger so, ne, Breite. Aber flitzt durch Champions durch. Naja, würde ich, müssen wir mal gucken. Was aber sehr cool ist, ist Vision of Empire, Leute. Vision of Empire ist seine W. Und die hat jetzt giga viel Range. Die hat jetzt einfach, vorher hatte sie 3,5, jetzt hat sie direkt auf 1,5 und später 7,5. Das kann ich mir richtig cool vorstellen, dass wenn du in der Mitte am Steppen bist, so ein bisschen bam, 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 bam. Und dann sind die Botlane am Fighten oder Toplane oder irgendwo. Und dann haust du die W darüber und entscheidest den Fight. Das wird natürlich jeder, der gegen Swain spielt, hassen. Aber ich finde, das ist eine coole Komponente. Finde ich cool. Glaube ich. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Also die Idee finde ich cool. Ob ich das abkriegen möchte, weiß ich nicht. Macht dafür weniger Damage, kostet aber auch weniger Mana. Dann kommen wir noch zu der E. Irgendwie ist mir das hier gar nicht so richtig. Ich hoffe, ihr habt das die ganze Zeit ordentlich gesehen. Wenn nicht, tut es mir leid. Die E. Die E hat außerdem weniger Cooldown. Das ist nett. Später hat sie allerdings eine Sekunde mehr und kostet weniger Mana. Ist ebenfalls nett. Thresh. Thresh-Spieler maxen immer die Laterne als erstes und deswegen hat die Giga wenig Cooldown und deswegen wird sie jetzt erhöht. Im Late-Game hat sie 16 Sekunden. Das heißt, Laterne zu maxen ist jetzt gar nicht mehr so geil. Twisted Fate. Twisted Fate ist ein Kartenspieler. Yumi. Nein, Twisted Fate kriegt jetzt mehr Cooldown auf seine W. Ja, ich meine, letztens wurde noch gebufft. Hab gesagt, es ist zu krass. Ich hab's gesagt. Leute, ich hab's gesagt. Also, ihr könnt euch wahrscheinlich nicht mehr erinnern, aber ich hab gesagt, hey, das ist zu viel, was er kriegt. Deswegen müssen sie ihn jetzt wieder nerven. Und deswegen hat er jetzt 2 Sekunden mehr auf seiner W. Der Spell, den er nicht als erstes maxt, sondern als zweites erst. Du maxt erst immer die Q durch. Und wenn du irgendwo auf eine Lane gehst,
dann haust du immer W-Stun-Karte, chase ein bisschen, haust nochmal eine Karte und das klappt jetzt nicht mehr so gut oder gar nicht mehr. Das ist ein harter Nerf, Leute. Harter Nerf. Harter Nerf. Harter Nerf. Richtig harter Nerf. Yumi. Yumi wird gechanged ein bisschen und zwar wurde sie ja letztes Mal genervt, jetzt wird sie gebufft, also so halb gebufft. So ähnlich wie bei Skarner würde ich es behaupten. Denn sie bekommt jetzt weniger Mana durch ihre Passive, dass, wenn sie jemanden angreift, aber das scaled jetzt mit dem Maximum Mana. Das heißt, sie bekommt 8% von ihrem Maximum Mana wieder. In der Theorie cool. In der Praxis müssen wir überlegen, baut sie aber immer Athens als erstes, was Mana-Regeneration gibt. Ja, auch das Support-Item gibt Mana-Regeneration. Das heißt, im Early-Game würde ich das hier als Nerf betiteln vermutlich. Wobei wir natürlich berücksichtigen müssen, ja gut, 8%. Wie viel Mana hat denn so eine Katze? 300? Ich meine, okay, das wären circa 30. Wahrscheinlich ist es ein Buff. Vor allem später, die Leute werden halt mit dieser gelben Rune spielen. Nee, ich glaube, das ist schon ein Buff, Leute. Ich nehme alles zurück, das ist ein Buff. Cooldown. Außerdem etwas reduziert, das ist nett. Das ist nett. Ja, VFX-Updates gibt es natürlich noch für Ari und Udyr. Was ist ein Udyr? Items werden gechanged und zwar werden die Support-Items kriegen jetzt mehr Base-Mana-Regen und auf der, also beziehungsweise nur dieses AP-Item, weil alle das Tank-Ding bauen. Beziehungsweise nicht das Tank, sondern zum hier dieses Relic-Schild bauen alle. Finde ich auch einfach besser. Aber deswegen wird dieses Item jetzt gewafft. Hat es mehr AP und mehr Mana-Regen. Unsealed Spellbook benutzen anscheinend alle Pros. Ich habe gar keine Ahnung von Büchern. Habe nie gewusst, wo da Batterie reinkommt. Das Ding hat jetzt einen höheren Cooldown von 300 Sekunden. Hat jetzt 150 Maximum Cooldown Cap. Und braucht 25 Sekunden, wenn man da durch jeden Unique Summoner Spell. Ich habe keine Ahnung davon, von Büchern. Aber manchmal mache ich einen Bücherabend. Manchmal ja. Ja, Nexus Blitz kommt zurück, Leute. Falls ihr da Bock drauf habt. Nexus Blitz ist was. Und was wirklich, wirklich cool ist, müssen wir einfach mal sagen. Die Skins, mal ganz ehrlich, erinnert so ein bisschen an Blood Moon. Wir haben Spirit Blossom Thresh. Sieht gar nicht aus wie Thresh, ist einfach ein Mensch. Wir haben Vayne, Spirit Blossom. Ohne Witz, der Skin sieht. Der ist, ohne Witz, das ist Blood Moon. Blood Moon ist leider ausgelutscht, muss man einfach sagen. Blood Moon, zu viel. Wenn du zu viel machst, ist nicht gut, aber. Oh, ich würde, für den Skin würde ich. Vayne hat so gute Skins einfach. Der Skin sieht so gut aus. Der sieht so gut aus. Und auch, naja, also Yasuo ist so ein bisschen, naja, so ein bisschen anders. Aber er ist auch, glaube ich, ziemlich cool. Diese Spirit Blossom Skins sind sehr, sehr cool. Dann haben wir auch noch dieses Pferd. Ist, glaube ich, ein Nashorn oder so. Ja. Spirit Blossom Teemo und ein Prestige Teemo. Der sieht aus wie ein Dachs. Ist das ein Dachs? Ja, ist ein Dachs. Ne? Das sind Dachse, oder? Nee, Dachse sind anders. Ist das ein Otten? Nee, was ist denn das, Alter? Ach, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall sind das ziemlich coole Skins. Wie ihr sehen könnt, seht das auch in-game. Also ich finde den. Klar, es ist erstmal ein bisschen viel auf den ersten Blick, weil der die Laterne. Aber es sieht cool aus, sieht cool aus. Ist da. Jetzt ist da kein Mensch mehr. Hä? Was ist das für eine Logik? Vayne. Vayne sieht schon cool aus, Leute. Doch, ja, yeah, das sieht schon. Ich finde, das sieht sehr cool aus. Vor allem der Weiße da. Der sieht sehr, sehr cool aus. Der sieht sehr, sehr cool aus. Der hier sieht sehr, sehr cool aus. Der ist auch cool. Der ist auch cool. Und dann haben wir noch Yasuo. Bei dem bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, mal gucken. Vielleicht der da. Und das Pferd. Ja, das war's. Ich wünsche euch was. Haut rein, seht zu. Ich hoffe, euch geht's très bien, Gucci. Und bis dann. Ciao. Later. Hab euch lieb.